Vor allen Dingen gucken wir uns jetzt mal an, was uns Biene Brändle mitgebracht hat. Weihnachtsschmuck, ja, zum Beispiel für den Weihnachtsbaum, ja, für Adventsgeschenke. Für unsere Hälse. Genau, aber auch als Schmuck. Ja, genau. Denn auch ich trage heute Biene Brändle. Guck mal. Das behältst auch, gell? Dankeschön, vielen Dank. Ja, auch ich trage heute Biene Brändle. So schön ist dein Weihnachtsschmuck. Es ist wirklich Schmuck im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist Keramikschmuck. Mhm. Bei Keramik könnte man jetzt meinen, das ist sehr aufwendig und schwierig. Und du hast gesagt, nee, es ist wie Plätzchen backen. Nee, also ich finde Jörgs Piroggen wesentlich aufwendiger. Okay. Und es ist im Grunde das genau gleiche Prinzip. Deswegen zeige ich das Ausrollen des Tons gar nicht mehr groß. Jörg hat schon gezeigt. Ich brauche aber kein Mehl, sondern ich nehme so eine Spanplatte als Untergrund und dann klebt mir der Ton nicht auf der Fläche fest. Dann immer schön wenden halt beim Ausrollen. Und dann habe ich hier ganz normale Ausstecher auch vom Backen und kann mir dann den Ton ausstechen. Und es ist jetzt gut, dass der schon eine Weile gelegen ist, dann ist er gar nicht mehr ganz so weich. Also ich mag es lieber, wenn der so ein bisschen härter ist. Okay. Und dann kriegt man die Formen auch schön exakt raus. Also erst ausstechen. Und jetzt ist es ja noch langweilig. Also jetzt sind es diese normalen Plätzchenformen. Mhm. Und das Tolle, Interessante, das sind ja diese ganzen Reliefs. Und die kann ich mit verschiedenen Sachen reinbringen. Und zwar gibt es alles Mögliche im Haushalt, was ich finden kann. Zum Beispiel Häkeldeckelchen. Da habe ich so ein Häkeldeckelchen abgedrückt. Mhm. Oder ich kann auch Knöpfe finden oder so ein, ne, von der Nähmaschine. Das ist von der Nähmaschine, der Unterfaden. Genau. Wird es gibt auch gekaufte, ganz tolle Holzstempel, die gibt es im Bastelladen. Und die, der passt jetzt zum Beispiel genau hier drauf. Damit kann man natürlich ganz exklusive Muster machen. So, und jetzt ziehe ich das vorsichtig ab. Und dann habe ich da so eine Schneesternform. Super schön. Drauf. Das ist schon sehr schön. Aber es wird jetzt noch schöner. Ja, also was ich noch zeigen will kurz ist, diese ganzen bläulichen Stempel, die sind so weich. Mhm. Und das gibt es zum Beispiel auch im Künstlerbedarf. Das ist so eine Radiergummi-Schnitzmasse, nenne ich es mal. Und die habe ich mir jetzt alle selber geschnitzt. Also da kann man sich sämtliche eigene Motive dann praktisch selbst mit einem Teppichmesserchen oder mit so einem Linolschnittwerkzeug machen. Und dann ist man auch überhaupt nicht auf gekaufte Motive angewiesen. Das ist natürlich schon ein bisschen aufwendig. Darum zeige ich jetzt nicht, wie man die Stempel selber macht. Das wird allein 5 Minuten dauern. Ja. Aber ich kann ja dann wieder 100 Anhänger davon machen und eben wieder mit diesen Ausstecherformen kombinieren. Jetzt, damit ich das nachher aufhängen kann, vorm Trocknen und Brennen, ist ganz wichtig, dass ich mir die noch loche. So. Ja, aber Brennen, da bringst du mich auf eine Idee. Wie brenne ich das denn bei mir im Backofen oder wie? Nee, das muss bei 900 Grad gebrannt werden. Das schafft mein Backofen nicht. Nicht ganz, ja. Da muss man sich einen Keramiker suchen oder einen Künstlerbedarfsladen, bei dem man den trockenen Ton kauft, bei dem man die Glasuren kauft, wo man die Sachen kriegt, der hat immer eine Brennmöglichkeit oder zumindest kann der dir sagen, wo du es brennen lassen kannst. Okay, super. Und alternativ dazu, wer das jetzt alles nicht mehr findet, so schnell vor Weihnachten, kann auch einfach lufthärtende Modelliermasse nehmen. Lufttrocknende. Lufttrocknende. Aha. Das kann man dann genauso gestalten wie normalen Ton. Ja. Allerdings wird es dann nicht so schön bunt, sondern diese goldene Variante da drüben, das ist zum Beispiel lufttrocknender Ton. Mit normaler Acrylfarbe ist es dann drüber gewischt. Das heißt, du nimmst jetzt Keramikfarbe. Jetzt kommt die Glasur, genau. Ich habe es jetzt einmal gebrannt. Mhm. Jetzt ist der Stamm praktisch hier gebrannt und das wird danach im Brennen auch erst einmal weiß. Und jetzt nehme ich so eine keramische Glasur. So. Immer gut durchrühren. Mhm. Und jetzt mache ich zum Beispiel genau diesen Stern, der da an der Spitze hinten am Baum hängt. Ja. Und wie du siehst, ist das Rot jetzt vor dem Brand noch nicht so schön. Also beim keramischen Brennen muss ich zweimal brennen. Einmal den Sprühbrand, damit es eben so hart und weiß wird. Okay. Und dann muss ich die Glasur noch mal brennen. Das noch heißt, heißer. Die Farbe, die verändert sich. Nämlich das ist dann die Farbe, die genau, du erreichen Genau, also das willst, wird dann richtig glasig und verschmilzt natürlich dann auch bei den hohen Temperaturen. Mhm. Wie eben auch keramisches Geschirr. Oder. Es wird auch dunkler einfach. Ne? Ja, und viel intensiver, genau. Ja, schön. Und das sieht man jetzt schon, also in den Vertiefungen, da streiche ich ja automatisch mehr Glasur rein. Mhm. Da wird es dann automatisch dunkler. Also das wäre jetzt praktisch die Sternenversion oben am Baum. Aber dann kann ich ja noch weitermachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schwämmchen hernehme und dann wieder doch was wegwische, dann wird es jetzt ja oben wieder heller, weiß. Und dann kann ich nämlich schon die Glasurenfarben auch untereinander kombinieren. Also da brauche ich jetzt eine Vorstellungskraft, weil ich weiß, da habe ich jetzt ein intensives Rot eigentlich. Alles klar, ja. Und jetzt? Jetzt nehme ich hier zum Beispiel dieses Lila oder dieses Türkis finde ich auch ganz toll. Was aber willst du? Lila. Egal. Okay. Jetzt nehmen wir so einfach lila mal lila. Werden. Ich zeig's Ihnen. Und das sieht jetzt auch noch so ein bisschen blass aus. Da könnte ich jetzt zum Beispiel noch Pünktchen an Rand machen. Mhm. Und so kann ich die eben auch
ganz toll kombinieren, manchmal auch übereinander auftragen, dann verschmilzt es und die Farben vermischen sich automatisch, wie man halt auf diesen ganzen Anhängern sieht. Ja. Ja, und jeder ist anders. Also man kann es verschenken, man kann seinen Christbaum damit schmücken und man kann einfach auch diesen Schmuck als Halsschmuck benutzen. Dieser Schmuck ist mir heilig, das kann ich Ihnen sagen, Biene Brändle. Vielen herzlichen Dank. Und